Grüße zusammen. Ja, da ist eine Tür, da gehen wir gleich rein. Aber erstmal will ich wissen, wo treibt sich denn der Robi rum? Hängt er da oben fest? Ich glaube, der hängt da oben fest. Nein, weil ich vermute mal, da wird nichts anderes als Raider drin sein. Ja, der hängt da fest. Der macht da Moonwalk. Digga, pass mal auf. Liegt Ihnen irgendwas auf der Seele? Wenn du hier so gerne tanzen magst. Wenn Sie, ne? Da. Und da werde ich Ihnen auch gleich. Nicht, dass ihr euch. Nicht, dass ihr euch. Ein Messer? Was ist das denn? Oh ja, Rippen halt, ne? Rippchen. So, jede Menge Junkloot nehmen wir noch mit. Und da ist auch noch eine Blechdose. Ach, guck mal, da unten ist auch noch was. Und den habe ich fast übersehen. Ich gucke hier noch mal rum. Nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Ja, er hat gesagt irgendwas. Nicht irgendwas, nicht irgendwas, sondern irgendwas. Kann man ja auch mal tun. So, ach so. Ja, den Robi lasse ich jetzt auch gleich ganz da oben. Ich gehe ins Kraftwerk. Hallo. Ob hier irgendwer... Alter, das ist größer als ich dachte. That's what she said. Ach so, wurde ja Auto gespeichert, stimmt ja. Moment. Ich hatte mir eigentlich was anderes vorgenommen. Gleisnägel haben wir nicht mehr. Weißt du? Ach, da bin ich in Stücke gerissen. Sag nicht. Alter, warum sah ich denn so übel aus? Guck mal, Trefferpunkte voll runter. Hätte ich mich vielleicht mal heilen sollen vorher? Da kommt er da mit einem Flammenwerfer, ne? Eine Schweißermaske. Eine Schweißermaske würde besser zu dir passen, Kollege. So, nö, das war jetzt mal mehr oder weniger unspektakulär. Und als ich das jetzt hier eben sah, dass hier... warte mal, was war das für ein Buch? Pistolen und Patronen. Ne. Da sind wir lange drüber. So. Ja, und wenn heute das Bauchknurren zu heftig sein sollte an manchen Stellen, dann bin ich mir auch nicht zu schade, auch mal eine meiner Aussagen oder zwei wegzuschneiden und einfach zu muten. Weil das muss einfach nicht sein, dass ihr ständig das Geknorze hört. Mich nervt das ja selber. So. Okay. Dieses Terminal da sieht noch funktionstüchtig aus. Verschlossen, schwer, warte, halt, stopp. Ich will ja wissen, was hier passiert ist. Mach mal lieber einen Schnellspeicherstand. Und dann gucken wir noch mal, ob wir dieses schwere Terminal overwhelming announcement, brainwashing, construction, seclusion, transcribing, appreciation, recuperating, anticipating, conversation, Alter, ist das viel. Recuperation, weil ich das total, das Wort, ich weiß immer noch nicht, was das heißt. 3 von... Nö, dann ist es schon mal... Also nichts von den... nichts von den... Okay, it's overwhelming. Dieses Rätsel ist overwhelming. Nö, das nicht. Seclusion. Nö. Anticipating. Okay, das war mal nischt. Wo hatte ich noch meinen Schnellladen-Button? Hier? Ja. Den habe ich nämlich verlegt auf eine andere Taste. Conversation. Encountering. Äh,
schon wieder so viel Schund. Seclusionist. Civilization. Okay, irgendwas mit Asian wird es sein. Alter. Mein Bauch knurrt so sehr. Conversation. Hatte ich das eben schon geklickt? Nö. Construction? Nö. Alter, wie oft denn noch? Ja. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn mein Bauch knurrt. Auf geht's. Nochmal. Ich würde es sehr appreciaten, wenn ich jetzt das mal schaffen würde. Oh, also nichts mit Chen. Reprimanding finde ich lustig. Alter! Announcement. Wie oft noch? Ich weiß es nicht. Alter, der ist aber auch wirklich krass, ne? Ich mache das jetzt so lange weiter, bis wir da reinkommen. Ich will wissen, was das soll. Subterranean. Dann wird es irgendwas mit Engine Organization. Nee, auch nicht. Triumphantly werde ich. Nein. Conspirators. Ah, schon wieder. Entschuldigung, aber wir müssen das. Eigentlich nicht, aber Brainwashing. Announcement? Nö. Purification? Ja. Was lange währt, wird endlich gut. Was lange gärt, wird endlich gut. Sperre aufheben. Ach so, das ist nur ein Tresor. Na, und wo ist der Tresor? Na, wo ist der? Ach, da. Okay. Eine Nuka-Cola Quantum. Für all den Scheiß. Ich glaube, es hackt. Ja, als ich eben Pause gemacht habe, musste ich nochmal an den guten Bolle denken. Nicht Wolle, Bolle. Weiß eigentlich gar nicht, wie er richtig hieß damals. Er gehörte eigentlich mehr zum Freundeskreis rund um meine jetzige Ex. Was uns verband, das war, dass wir beide einen Amiga hatten, während alle anderen schon auf PC umgestiegen sind. Und ja, wir haben Disketten getauscht mit schönen Spielen. Goodie. Oh fuck. Ja, aber ich werde es gerade noch schaffen. Dann muss ich gleich noch mal hoch zum Robi. und noch mal entlooten. Ja, das war's doch hier, ne? Lokalkarte. Ja. Okay. Schade. Als ich sah, dass hier eine Tür reinging, dachte ich, ja, da wird sicherlich noch eine Menge zu erkunden sein. Ich mag es ja noch gar nicht glauben. Aber man sagte mir, das Spiel hier würde nicht so schnell zu Ende gehen. Ich hatte auf ihre Rücken. Nein, ja, doch, los geht's einmal. Machen wir uns auf die Beine. Nur um die Ausrüstung zu tauschen. Aber gerne doch. Das finde ich gut, dass du das gut findest. Ist super, dass du das liebst. Alter, wenn dieses Bauchgeknurre nicht bald aufhört, muss ich die Aufnahmesitzung beenden. Denn so geht das nicht weiter. Er kann nicht mehr tragen. Fuck! Und ich will. Nein, das wirst du nicht. Ich werde jetzt nämlich noch eine Lokation erkunden. Du wartest hier. Ja, du wartest hier. Und zwar ist die in der Nähe ziemlich.
naja, mehr oder weniger die verlassene Autoburg. So. Und wir reisen nach Schalebridge. Ach, da hatten wir ja diese komischen Ameisentunnel. Ach, da. Guck mal. Hui. Ey. Ameisenvogel, willst du nicht hierher kommen und mich irgendwie angreifen? Aha. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, wenn du das meinst. Danke fürs Ameisen kaputt machen. Kommst mir vor wie ein Robi. Warum ist der hier? Tja, ist eine gute Frage. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zur verlassenen Autoburg. Eine Autoburg. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Burg aus Autos. Ja, so wie eine Wagenburg halt in den Wild West Filmen, ne? Oder eine Kamelburg in der Wüste. ist wirklich verlassen. Ich dachte, ja, Entdeckung verlassene Autoburg. Ist tatsächlich verlassen. Das ist interessant. Ein bisschen Muni gibt's hier. Das ist natürlich gut, weil das wird mir nicht mein Inventar zustuhlen noch mehr. Da sagte er und öffnete eine Junkkiste. Ja, müssen wir gleich schon wieder handeln gehen. Alter, ne? Ach, guck mal. Cherry Bombs. Was ist das? Geschichten eines Dörfleischverkäufers aus Junktown. Ja, natürlich. Da liegt ein Handy auf dem Boden und ich kann es nicht aufheben. So. Die Frage ist, was haben wir denn hier noch in der Nähe? Eigentlich nichts. Ich würde hier aber trotzdem noch mal ein bisschen weiter gucken gerne, weil das sieht hier einigermaßen interessant aus. Alter, nein. Da bin ich glatt von der Brücke gefallen. Nö, also wenn ich mich hier nicht festbagge, dann ist das eigentlich, dann bin ich ja eigentlich durch. Na gut, dann gehen wir unterhalb von der Brücke. Vielleicht komme ich ja wieder hoch. Ich würde gerne noch in diese Richtung da weitergehen, weil es sieht interessant aus. Da ist zwar keine markierte Location mehr, aber vielleicht findet man ja was außerhalb der Reihe. Wer weiß. Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Ganz hier in der Nähe sind wir mal, oder mehr oder weniger hier in der Nähe, sind wir mal von einer Brücke überraschend in den Tod gestürzt. Was mich gerade dazu bringt, mal einen Schnellspeicherstand zu machen, damit das nicht wieder passiert. Und wenn es passiert, das sieht nach einem Enklave Außenposten aus. Fuck! Boah, Höllenfeuer! Ich mach dich mit einem Rösti platt. Wow. Halt mal. Wow. Digi, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass er jetzt ausgerechnet von der Enklave hier penetriert. Wenn was? Du warst ja noch am Leben, du komischer Vogel. Okay. Das kackt mir das Inventar zu bis oben hin. Müssen wir gleich nochmal hierher. Ich werde das erstmal hier aufheben. Alter, kommt hier die Enklave angestuhlt. So. Ach so. Das können wir auch noch machen. Hilft uns aber nicht viel. Ich muss mal kurz gucken. Flammenspeier können wir mit dem Flammenwerfer reparieren. Oh, guck mal. Geil. Und die Plasmapistole hier können wir auch reparieren. Und dann
die haben hier einen, die haben wir Ghule platt gemacht. Brahmin-Leiche, eine verwesende. Das sieht cool aus, wie das Wasser da unten flunsert. Ja, nee, das wird mich jetzt wieder vollstuhlen. Ja, danke. Ich komme hier nicht mal hoch. Ah, nicht fallen, bitte. Digger. Ah, da sind auch noch schöne Kisten. Ich sag doch, es lohnt sich vielleicht noch irgendwie ein bisschen durch die Gegend zu ziehen hier. Da ist ein wilder Ghoul. Okay. Wir werden sehen, was wir davon mitnehmen können. Ansonsten bin ich mir nicht zu schade, das auf andere Art und Weise zu lösen. Chinesische Pistolen, zwei Stück, die kann man schon mal reparieren. Und Kleidung. Okay, nur noch ein. Och, okay, pass auf. Weißt du, machen wir das so. Habe ich denn hier irgendwelche Blechdosen oder sonstigen Scheiß? Die Wackelpuppe sollte ich gleich mal wegbringen. Ich schmeiß mal diese beiden Junkies hier weg. Die beiden Junk-Geschichten hier weg. Dann gehen wir kurz mal den Robi holen. Wo ist denn der jetzt? Da. Genau. Und dann müssen wir wieder handeln gehen. Das können wir hoffentlich. Zweiter Kaffee heute. Wo bist du? Ah, da. Na, bewachst du schön meinen Schleimhaufen? Ich hatte auf ihre Rückkehr gehofft. Ja, los geht's. Machen wir uns auf die Beine. Gut, Digga. Machen wir. Mal die Platte rüberziehen. So. Ja. Und komm mit. So, wo versuchen wir es denn mal? Also es ist eigentlich Jacke wie Hose. Wir haben eigentlich kaum eine Möglichkeit. Wir reisen mal nach Megaton. Ich versuche da noch einmal kurz bei Schmeurer was zu verkaufen. Wenn die nichts kauft, dann ist es eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendjemand anders noch Kohle hat. Und dann versuche ich mal etwas, das habe ich vor einiger Zeit schon versucht und ich glaube, es hat dann nicht geklappt, aber wir werden mal sehen, vielleicht funktioniert es ja doch. Zumindest in Morrowind funktioniert, da ist es klar, dass ich mich daran erinnere, da funktionierte das eigentlich immer. Nämlich, dass man zweimal 24 Stunden oder so geschlafen hat und dann... hallo, bin gerade ein bisschen... Kannst du meine Ausrüstung reparieren? Powerfaust, glaube ich, dir her. Nö, von meinen Sachen kann sie nichts reparieren. Plasmagewehr, hier. Doch. Fertig und Angebot. Na klar doch. Bitte sag mir. Oh, danke. Danke. Dankeschön. Dann dürften jetzt eigentlich alle wieder. Hier habe ich Strahlenschutzanzüge, glaube ich, verkauft. Sieht so aus. Ja, man kann ja auch mal blöd sein, ne? Mason Flash. Das habe ich lange nicht mehr gebracht. Cherry Bombs werden nicht verkauft. Clipboard. Naja, ich muss jetzt nicht alles vorlesen. Hier 6666 Elektronenladeteile. Ja. Nimm mal das. Den Hochleistungsofen? Nein. Das auch nicht. Das hier. Die kannst du diesmal haben. Das nicht. Das war eine Menge Holz. Ach ja. Nein, das nicht. Nein, die Granaten, die wiegen ja nicht. Doch, die wiegen was. Dann. Die wiegt nichts. Geht das noch? Jo, gerade noch so. Ah, die guten Pümpel.
So. Alter. Guck mal, kriegen wir 1000 Ocken raus? Naja, ich glaube, wir haben wieder ordentlich was weggegeben zum Reparieren. Das dürfte noch gehen, ja, genau. Gerade noch so. Jetzt haben wir noch 6. Okay, ich denke mal. Weißt du was? Die 6 Ocken lasse ich dir. Du sollst auch mal 6 haben. Da. Gute Jagd. Moira. Bis bald. Hab fein 6.